Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen, meine Herren, angesichts der ja doch nachlassenden Konzentration, glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir einen Antrag, der eine Begründung von zwei Seiten hat, detailliert im Ausschuss besprechen. Frau Radziwill hat schon vieles gesagt. Die Grünen greifen ein bekanntes Problem auf, einen Teilaspekt dieses Problems. Die Instrumente, die sie zur Lösung anbieten, halte ich nur bedingt für tauglich. Ob die Pflegekammer, auch davon hat Frau Radziwill schon gesprochen, nun wirklich eine Lösung dieser Probleme ist, ich glaube, sie scheitern schon bei der Definition, wer eigentlich Mitglied dieser Pflegekammer sein soll. Insofern denke ich, muss man darüber diskutieren, aber sollte da keine Erwartungen und vor allen Dingen keine falschen Vorstellungen mit verbinden. Ich glaube, das Berufsbild in der Pflege wird nicht durch eine Pflegekammer bestimmt, sondern dadurch, dass wir es in der Tat attraktiver machen. Das heißt, familienfreundlichere Arbeitszeiten, das heißt definitiv bessere Bezahlung, auch bei unseren freien Trägern zum Beispiel. Und das bedeutet natürlich auch feste Stellen. Wenn Sie einen Großteil der Pflege mit Leasing abdecken, müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Leute das für einen unattraktiven Arbeitsplatz halten. Zum Teil sind allerdings Ihre Forderungen auch überholt. Es gibt ja mittlerweile das Eckpunktepapier zur Reform der Pflegeberufeausbildung. Und da ist ja vorgesehen, und ich halte das für den richtigen Ansatz, die Pflegeausbildung zu vereinheitlichen. Das heißt, die Altersdifferenzierung bei der Pflegeausbildung endlich aufzuheben. Da werden zusammengeführt die Kinderkrankenpfleger und Kinderkrankenschwestern, Pflegerinnen, da werden zusammengeführt die Altenpfleger und die Krankenschwestern aus den Krankenhäusern. Wir müssen eine einheitliche Ausbildung geben. Damit bekommen Sie ein einheitliches Berufsbild. Damit bekommen Sie auch klare Qualitätskriterien für diese Ausbildung. Und damit machen Sie diesen Beruf dann attraktiv. Und damit lösen Sie auch das Problem der Finanzierung, weil eine solche Ausbildung dann in der Tat umlagefinanziert werden muss. Insofern sind da richtige Ansätze, die aber über das hinausgehen, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Deswegen glaube ich, sollten wir detailliert darüber noch mal im Ausschuss reden. Danke.